So, herzlich willkommen wieder zu MotoGP 14. Das ist eine Tagesaufnahme, nur zur Info. Hin und wieder muss ich ja in der Nacht aufnehmen, aber jetzt ist einmal am Tag. Und zwar fahren wir das zweite Rennen jetzt wieder relativ auf 35% wieder schnell dahin, dass wir das weiterbringen hier mit der Motor 3, dass wir so schnell wie möglich dann höher aufsteigen können auch. Wenn es mal passt, vielleicht fahren wir da auch einmal ein bisschen längeres. Mal schauen. Hier habe ich jetzt einmal drei Datenpacks gesammelt, schon inzwischen. Also quasi letztes Qualifying, letztes Rennen und jetzt das erste Qualifying. Da könnte ich eigentlich mehr sammeln, wenn ich das Training auch mitfahre, zumindest eine Runde. Das muss ich mir glatt überlegen. Aber Stufe 1 jetzt beim Motor habe ich im Prinzip freigeschalten. Ich sehe jetzt zwar nicht, was mir das genau bringt, aber ich hoffe doch ein paar PS. Ja, dann hätte ich mal gesagt, gehen wir mal in die Startaufstellung und starten wir gleich los, dass wir da wenig Zeit verstreichen lassen. Ich stehe da irgendwo in der Mitte, kann man sagen, ja. Hier in Texas. Auf der 15, genau. Ja, eigentlich eins vor, eine Reihe vor Niklas Ayo und meinem Teamkollegen. Ja, genau auf der Position, was ich mindestens werden muss auch. Rechts der Calvo-Pilot. Letztes Jahr noch mit Vinales, die sind jetzt auch dieses Jahr nicht so gut drauf, leider. Granado nicht so gut, aber ein Top-Team. So, vorsichtig heißt es einmal in der ersten Kurve. Ich habe jetzt auch einmal vorsichtig eher gewählt, die KI-Stärke hier. Oh, da fliegt schon der erste. Oh, Kent. Auch quasi mehr oder weniger Teamkollege jetzt indirekt, weil er auch eine Husqvarna fährt, wenn mich alles täuscht. Danny Kent. Ah, shit. Wieder neben der Linie. So, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich jetzt beim Grand Prix schon wieder einen Datenpack sammeln für die nächste, für die Zweierstufe beim Motor. Ob das viel bringt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt leider die kmh nicht mehr im Kopf. Wie schnell ich da auf der Geraden immer war, aber sagen wir halt einmal ein bisschen, was bringt es vielleicht doch. Da haben wir wieder Granado. McPhee da vorne. John McPhee, ist der nicht im Racing Team Germany? Ich weiß gar nicht. Wo war jetzt Ayo? Habe ich gerade gesehen. Der müsste. Ah, hinter mir, oder? Ja klar, Niklas Ayo hinter mir. Jetzt zum Beispiel schneller wäre, nicht. Naja, weil Windschatten ist jetzt nicht rangekommen, aber so viel Base kann er dann die erste Stufe auch nicht gebracht haben. Oh! Na, da im letzten Sektor ist witzigerweise die KI schneller. Nicht eher im ersten. Vor allem da vorne dann die ganz schnellen rechts dann. Also mehr oder weniger eine langgezogene hier, was jetzt beginnt. Da habe ich null Grip, witzigerweise, da ist die KI einfach besser eingestellt oder die einen kleinen Vorteil wahrscheinlich, dass sie mich da überholen und ich dann sie mehr oder weniger im ersten Sektor, dass da ein bisschen Action drin ist, ist meine starke Vermutung. Oder ist nur Zufall? Man weiß es nicht. So, schon wieder 19er nur. Das heißt, ich muss dann gleich im ersten Sektor wieder ein bisschen Gas geben. Wir haben 7 Runden, jawohl. Marquez gleich mit der schnellsten Runde hier. Da bin ich weit weg. Ja gut, die Runde war auch scheiße jetzt. Da hinten haben wir schon wieder Philipp Oettl und ein Datenpack. Haben wir da schon wieder erhalten. Sehr schön. Für unseren Motor. Uiuiui. Loi, Livio Loi greift mich da auf der Bremse bei Start und Ziel an. Im Mark VDS-Team. Wer kennt's nicht? Die sind auch überall dabei. Sorry. Ach, da muss ich kurz niesen, sorry. Und nach links. Karin Honecker. Ach, der ist schlecht unterwegs. Ja, 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 ja. Ah, übers Körb, da muss ich auch aufpassen. Man fliegt zwar nicht so leicht, aber einen Sturz habe ich auch schon mal gehabt übers Körb drüber, wenn es passt. So, der erste Sektor war jetzt nicht so berühmt, da muss man jetzt ein bisschen mehr zusammenreißen.
Ja, da hinten ein bisschen Abstand. Ja, Fenati, Marquez betteln sich da vorne um die erste Position. Die biegen da schon wieder links ein. Und da schon in Runde 2, so ein Vorsprung. So, wir bremsen uns mal noch ein bisschen ran jetzt hier. Jawohl. Körb aufpassen. Da ist Ajo. Den müssen wir auf jeden Fall unterbieten. Ah, jetzt kommt da glaube ich bald die neue Strecke in Argentinien, die muss ich auch noch üben. Die bin ich überhaupt noch nie gefahren. Mal schauen, ob ich die irgendwie gleich hinkriege oder ob man da eventuell eine Ideallinie mal nehmen fürs Erste oder so. Aber das werde ich mal in aller Ruhe mal anschauen. Da ist wieder Livio Loi hier. Jawohl. So, und jetzt erster Sektor, jetzt muss ich Gas geben. Ich muss da vor Ajo und auf die 15 im Idealfall kommen. So, das hat ein bisschen blöd gemacht. Gut, da ist aber beim Rausbeschleunigen nicht vorbeigekommen. So, wir bremsen ein bisschen später. Ah, Ödlauch vorbei mir wieder. So, jetzt versuchen wir da, erster Sektor, da muss ja was gehen, das gibt's ja nicht. Ja, ziehen wir die natürlich auch ein bisschen im Weg. Und dadurch passt jetzt der Winkel überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen scheiße leider. An der falschen Stelle ist das nicht gut. So, aber da vorne ein paar Kurven, da sind wir auch nicht so schlecht. Warum schießt denn der jetzt auf einmal da daher? Ist der auf einmal so schnell geworden? Ajo zurückgefallen in der Gruppe hier an die letzte Position. Will natürlich auch unbedingt, ja, wer nicht in die Punkte. B15 hier hinten ist dann schon sehr begehrt. Für den einen oder anderen Punkt. Ja, Hanika, den bin ich da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Dass er auch so schlecht ist. Ja, Fenati Marquez überholen sich so immer gegenseitig auf den Geraden. Das wird sicher interessant zu beobachten zu sein hier über die Saison, wer sich da durchsetzen kann. Rins müsste da ja auch unterwegs sein eigentlich. Ja, Motor 2, man muss immer wieder sagen, die wird auch sicher geil hier. Freue ich mich schon. Da fahren wir mindestens auch zwei Saisonen. Einmal mit ein bisschen einem hinteren Team. Und dann möglicherweise mit einem Top-Team, wenn wir ein Angebot bekommen. Jetzt werden wir uns mal anschauen, wie das läuft dann. Aber warum bist du da so langsam bin? Null Grip, ich fahre immer raus. Man kann da, ich habe das Setup-mäßig schon probiert, da kann man nicht wirklich was machen. Die war auch scheiße. Ja, ich komme da nicht ran vorne. Es ist unglaublich. Philipp Oettl hinten. Diesmal auf der 20, gar nicht so schlecht. Im letzten Rennen war er das, glaube ich, nur um 25 herum. Ein bisschen langsamer sogar. Aber hier ist er gut unterwegs. Ja, ich komme. Ich habe mir gedacht, ich komme ran, aber irgendwie doch nicht. Ein bisschen neblig ist er auch. Oder bewölkt halt wahrscheinlich. Ah, das hat zum Glück ganz gut gepasst. Und ich komme, dadurch komme ich auch ein bisschen ran. Man sieht es wunderbar, wenn man hier schön durchzieht. Und nur so hat man da eine Chance, eventuell die da vorne einzuholen. Brad Binder. Ajo, schön wieder ein bisschen nach vorne gekommen. Ja, wäre wichtig, dass wir den schlagen auch. Aber jetzt ab da dann Windschatten wäre auch geil jetzt. Ah, schwer. Brad Binder geht sich gerade und gerade nicht aus. Aber Loi hinten könnten wir jetzt einmal im Griff haben, glaube ich. Ja, Fenati Marquez noch immer die Top-Platzierungen. Man sieht ja nicht, wo Rinz ist. Wird wohl nicht ganz dran sein. Und die ziehen sich gegenseitig wie in Windschatten. Dann ist auch klar.
Brad Binder hat da ein bisschen den Anschluss hier verloren. Haben sich auch schon wieder ein paar kleinere Grüppchen gebildet, aber noch eine relativ große insgesamt Gruppe eigentlich. Ja, da sieht man ja fast schon P10 noch da vorne, glaube ich. Es ist ja alles hier von 19 bis 10 fast möglich eigentlich. Da habe ich hier irgendwie die zu behinderte Technik hier in der Kurve, da wenn wir gerade noch in der Kurve sind, dass das einfach nicht geht. Ja, und die habe ich auch zu wenig Grip. Unglaublich. Runde 4 von 7 und jetzt kommt die 5. Anbremsen, so, ein bisschen aufmachen. Ich bin ja auch schon einmal geflogen. Ah, es ist. Ja, so eine KTM, Werks-KTM wird sicher auch besser liegen. Hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel diskutieren. Mit Sicherheit. Aber wir sind hier hin unterwegs mit unserer Husqvarna. Das ist relativ realistisch, glaube ich, gesehen. Ganz gut. In der Nähe von Ayo, meine Teamkollegen, also das geben wir da mal einen Angriff. Den haben wir leicht blockiert jetzt. Und auf die Wiese. Auf der 18. Ja, nur so kommen wir ein bisschen weiter. Wir sind schon direkt hinter Ayo. Das wäre wichtig. Aber dafür, ja, jetzt wäre wieder ein bisschen längeres Rennen natürlich interessant. Wir sind ja zwar minimal, aber wir schließen vielleicht auf. Ja, ihn haben wir schon einmal. Brad Binder haben wir ja geschafft auch. Also von dem her, wenn wir da will rankommen, erster Sektor, sind wir eh schneller. Vielleicht können wir den einen oder anderen wieder überholen. Ah, das war jetzt scheiße von mir. Da bekomme ich die gleich zurück, als ich ihm vorausgeteilt habe. Ja, da ist jetzt ein kleiner Fehler und kann viel kosten. Na, schade, jetzt wäre noch näher dran. Da wird er mich jetzt wieder zurück überholen, glaube ich. Es ist wirklich unfassbar, wenn man hier in der Kurve langsam ist. Und Miller auf der 3 mit einem Rekord. Kommt er ihnen noch näher? Jack Miller auf der 3. Rinsner Vierter. Und jetzt geht's in die letzten 2 Runden hier. Ja, bei dem Kollegen werde ich wohl nicht mehr erwischen. Schade. Ich bin wohl nicht so der geborene Motor-3-Fahrer. Wahrscheinlich bin ich zu groß. So, Jonas Volker, der ist auch eher auf der Motor-2 dann zu Hause. Und mein Sturz, sehr schön. Den ihr kennt, da ist er schon wieder. Ja, ob 18, 21, ist auch schon egal. Wir verfehlen beide Ziele. Mit der Moto 3 stürzen, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wenn man das sich da relativ am Limit bewegt, ist das auch möglich. Ja, das war's mit P15 und dem Rivalen mal für diese Strecke. Livio Loi ist da. Ah, Loi und Ötlers hinter mir. Hä? Wer sind denn die zwei? Achso, Spinder? Ah, Danny Kent, Blödsinn. Ja, der ist ja von hinten gekommen auch. Der ist ja gestürzt. Der ist ja nochmal ein bisschen schneller. Ja, hoffentlich können wir da jetzt dann bei den nächsten Strecken schon langsam ein bisschen auftrumpfen wieder.
gut, im ersten Rennen haben wir die Ziele mal erreicht. Das war eigentlich so weit ja okay. Hier haben wir es leider verfehlt. Ja, ich halt zumindest. Ja, unglaublich. Wenig Grip da ist auf der Vorderachse. So, jetzt geht's wenigstens schon einmal in die letzte Runde. Ja, da weiter nach hinten, das haben wir alles im Griff, das ist kein Problem. Aber die Teamvorgabe 15 ist leider etwas hoch noch für mich gesteckt hier. Aber wir werden da dran arbeiten. Motorstufe haben wir jetzt auch schon die nächste. Ja, gut, die anderen werden wahrscheinlich auch dran arbeiten. An den Motorrädern, also von dem her. Und wieder der Sturz. Ja, es ist klar, wenn ich über das Ding hier fahre. Aber ich wollte ein bisschen riskieren. Aber gut. Das wissen wir. So geht's nicht. So geht's nicht, Freunde. Genau, die Marquez kämpfen da noch immer vorne. Der Ru überholt hier Rudin von 24 auf 23, unglaublich. Vettel, 2 Sekunden mehr. Vettel muss aber auch einen Fehler gehabt haben. Der ist aber weit weg jetzt auf einmal auch hier von den vorderen Plätzen. So, wir werden auch einmal gemütlich ins Ziel rollen. Noch einmal das Motorrad ein bisschen schonen. Gleich fürs nächste Rennen. Das war nicht unser Wochenende. Alles Qualia 15 war eigentlich eh okay. Das von dem her. Gut, es ist leider nicht so 1:1, aber ich glaube, ein bisschen verbessert haben sie es da auch mit den Zeiten. Aber gut. Sagen wir, Quali okay. Rennen nicht. Ah, 15 wäre schwer geworden. Aber IO, den hätte man können schlagen. Und wenn es passt auf einen guten Tag, könnte man ihn vielleicht schlagen. Aber auch vielleicht mit ein bisschen anderen Rennverlauf. Naja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das war's, ja, leider. Erstes Rennen war, ja, wie gesagt, schon okay. Zweites jetzt nicht so. Da fahren wir nochmal vorbei hier. Ja, die Lackierung schaut gut aus. Das passt eigentlich. So, Rins, oh, auch knapp dran gewesen hier. Marquez gewinnt vor Rins, vor Fanati Rins und Jack Miller einmal mit der schnellsten Runde hier auf der 4 nur. Das sind die Top 4 Fahrer. Cornfile Oliveira mit der Mahindra auf der 6, unglaublich. Efren Vasquez, Francesco Bagna, Esek Vinales, Carlo Antonelli, John McPhee, Alex Maspu, Guevara, Bastianini, Granado. Oh, Ion nur 16 da, aber vor Hanika, vor Kent, vor Binder, das hat er gut gemacht. Aber ein Platz zu wenig für einen Punkt, das ist schon mal, dass man in der WM zumindest nicht wirklich was verlieren gegen ihn. Gegen ihn, keinen Punkt, das ist schon mal gut. Ja, und wir hinten nur auf der 21. Ja, das war eigentlich schlecht gefahren. So, Finati erster, Marquez zieht dann nach vorne, dann Rins, dann Miller. Ja, Finati schon mal mit 9 Punkten Vorsprung nach den ersten zwei Rennen. Ist schon mal ein guter Start. Ist schon einmal ein guter Start. Ja, wir natürlich im Prinzip alles verfehlt. Aber gut, macht nichts. So, Kobe Marquez, er gewinnt. Oh, Marc Marquez gewinnt auch das zweite Rennen hier. Ah, das werden wir dann in echt sehen, ob das auch wieder so ist. Das ist wieder so eine Sache. Lorenzo ist nicht glücklich. Ich hatte das ganze Rennen über Probleme mit dem Vorderrad. Ja, ich auch. Das Back, aber ich weiß nicht warum. Marquez ein Ende wie ein Märchen. Platz 3, Motos wie Rennentschlossenheit. Motor 2, Rabatt gegen Kallio. Marquez
bekommen. Rins Baum überzeugt nicht und wird nur 21. Das stimmt. Wir haben uns heute für ein paar Veränderungen am Bike entschieden, aber wir hätten es wohl besser so lassen sollen, wie es war, sagte Ayo. Achso, war das, ist das jetzt Ayo, ist das jetzt der Teamchef oder ist das mein Teamkollege, weiß es nicht. Zitat der Woche, mag es, dass ich ein paar Worte über Bernie zu sagen. Bernie ist ein aggressiver Fahrer. Sobald er es schafft, seinen Ehrgeiz in den Griff zu kriegen, wird er auch die Ergebnisse einfahren, die er eigentlich verdient. Ja, danke, Marquez. Gerücht. Konzentriert sich die Arbeit, Entwicklungsarbeit auf die Husqvarna. Ah, ja, die Fahrer wollen immer mehr Tempo. Ich glaube, Bernie wird ziemlich zufrieden sein. Ah, das ist wegen der Entwicklung wahrscheinlich. Sehr schön. Ja, das war's mit dem Part. Ich darf mich verabschieden. Weiter geht's nach... da kommt schon der Neue. Den muss ich jetzt gleich üben. Termas... De Rio Hondo. Wunderbar. Ja, da reisen wir dann das nächste Mal hin. Ja, da passiert ja sonst eh nichts. Und dann geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Part 2, mehr oder weniger, eigentlich Part 4 jetzt von der Karriere her gesehen mit den zwei Testläufen. Aber jetzt zweites Rennen in der eigentlichen Saison. Ja, das war's. Bis dann in Argentinien. Wenn alles passt, geht's wieder morgen weiter. Ja, das war's. Ciao, ciao. Bis dann.